Oh mein Gott. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Bäm in die Fresse. Ja, hallihallo, Ladies and Gents, ich bin's wieder, euer Raffi. Ich habe heute ausnahmsweise keine Hose an und wir zocken heute ein brandneues Spiel, und zwar nennt es sich, wie ihr am Anfang vielleicht schon gesehen habt, Bioshock Infinite. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Was ist das? Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Und ich will jetzt hier gerade nicht reinreden, deswegen erzähle ich euch später noch ein bisschen was. Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Ich kann mich umschauen. Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Oh mein Gott, ein Leuchtturm. Ja, es ist ein neues Spiel und das denkt ihr euch wahrscheinlich, Raffi, what the fuck? Du spielst gerade noch Tomb Raider, warum hast du jetzt ein neues Spiel angefangen? Weil ich dieses Spiel geil finde. Hier, um auf Leiter zu steigen. Und ich habe halt den Trailer gesehen und es hat mich übelst an Bulletstorm erinnert. Und wie ihr wisst, war Bulletstorm... Sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey! Wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Der Fug. Vielleicht ist ja drinnen jemand. Ja, wie ihr wisst, vielleicht war Bulletstorm so ziemlich das erste Spiel, was ich auf meinem Channel hochgeladen hab. Und Silver Eagle. Und deswegen, und dieses Spiel erinnert mich einfach an Bulletstorm und ich musste es spielen. Ich meine, es hat saugeile Reviews bekommen und es überzeugt mich auch einfach auf den ersten Blick. Die Sache ist die, ich habe Bulletstorm 1 und 2 überhaupt nicht gespielt, weil mich die Spiele überhaupt nicht angesprochen haben. Also bitte seid nicht mad mit mir, wenn ich da die Story nicht kenne. Ich glaube, es ist sogar fast eine komplett neue Story, also von daher ist das, glaube ich, eh egal. Aber ansonsten wollte ich das Spiel eigentlich noch auf Englisch stellen mit deutschen Untertiteln, aber das habe ich nicht hinbekommen. The Wood Bringers, the Girl and Wipe Away the Debt, this is your last chance. Okay. Entschuldigung, aber das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Ich glaube, sie erwarten mich. Of thy sins shall I wash here. Schlüssel benutzen. Oh. Viel Glück damit, Kumpel. Benutze sie doch dann halt. Meine Güte. Okay, irgendwie ist die Sensitivität ziemlich hoch. Fast durchsuchen. F alles nehmen, Enter. Ich nehme einfach mal alles. Ah, ich kann hier alles aufnehmen, was geht denn? Ich muss mich erstmal in das Spielprinzip gewöhnen, hier. Weil wie gesagt, erstes Mal Bioshock. From Sodom shall I lead thee. Ist die? Jemand da? Ja, die. Hallo? Ah, ich liebe diesen Retro-Style. Nehmen wir einfach mal alles mit. Eine Badewanne. Eine Karte. Be prepared, he's on his way, you must stop him. Telefon benutzen. Und das Spiel schaut jetzt an sich schon in den ersten paar Minuten einfach nur geil aus. Also, ich hoffe mal, ihr seid genauso excited. Würde mich über ein Like freuen, allein schon wegen dem Anfangsteil hier, erster Part. Und noch eine ganz kurze Frage so vorneweg. Was haltet ihr eigentlich von Parts, die ungefähr eine Stunde oder länger gehen? Weil mir geht es nicht ehrlich gesagt nicht um die Views und um das Geld, sondern einfach nur um so Spielmomente mit euch zu verbreiten, deswegen freue ich mich auch immer, wenn Leute was anderes bei mir schauen, außer Tech It Light. Und ja, deswegen würde ich euch mal fragen, was ihr davon haltet, wenn wir... Oh mein Gott. Ich gehe noch nicht hin, weil ich will noch kurz was erklären. Wenn ich so Stundenparts mache oder so, also oder so eine halbe Stunde, je nachdem, da würden sie halt weniger kommen, aber dafür hättet ihr dann eine Stunde einfach awesome Gameplay. Also lasst mal eure Meinung in den Kommentaren da und nicht vergessen, wenn ihr da unten seid, gleich einen Daumen hoch zu geben, dauert ja nur 2 Sekunden. Wenn ihr wollt, wenn es euch gefällt, natürlich nur. Niemand zwingt euch. Scheiße. Don't disappoint us, Oida. Was geht denn hier ab?
Ich weiß, dass in, ich glaube, ich weiß nicht, erster oder zweiter Teil war es ja irgendwie so, dass man. Also ich habe ein bisschen was gehört von den Spielen, das ist halt übelst genial, oder? Ach, der Arme. Dass man irgendwie immer so gehirnwashed war. Und dann sollte man. Oder hat immer reagiert, would you please oder so. Und dann hat man das immer gemacht, unterbewusst. Und das hat sich dann, das war ja dann ein fetter Twist oder so. Ich weiß nicht, ob es in dem Spiel auch was gibt. Wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren vielleicht ein paar die Story erzählen. Also von nicht dem jetzt, sondern von 1 und 2, wenn ihr wollt. Ein bisschen Sachen aufklären. Also es ist ja nicht nur ich, das hier durchspielen, sondern wir spielen es ja gerade zusammen durch praktisch. Für alle Leute, die das Spiel nicht... die das Spiel vielleicht jetzt nicht zu Hause haben. Oh mein Gott, ein Rätsel! Ich bin so gut. Oh mein Gott. Da Fug. Alter, wie geil schaut denn das aus, bitte? Was soll ich machen? Warten oder versuchen da irgendwie reinzugehen? Ja, oder? Passt schon wieder. Ich komme jetzt nicht mehr runter. Ah, jetzt kann ich da reingehen. Lass mal wahrscheinlich das Panorama hier ein bisschen anschauen. Oh mein Gott, ein Stuhl. Will ich da wirklich rein? Okay. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Soll ich das? Machen wir einfach mal. Und wie gesagt, immer wenn der Sound zu laut oder zu leise ist. Mach dich bereit, Pilger. Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Wenn der Sound zu leise oder zu laut ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich kann es sehr schlecht beurteilen, habe ich auch schon mal erklärt in Tomb Raider. Nein, 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 verdammt! Nein, meine Waffe! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, nein, 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 nein. 3. Oh mein Gott. Nein, lass mich raus! Nein! Aufstieg! Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. Oh mein Gott. Wollt ihr aus dem Mond schießen oder was? Halleluja! Oh mein Gott. Was? Das ist ja mal episch. Das ist anscheinend Columbia. Kennt man aus dem Trailer. Extrem geil. Alter. Not bad. Mir hat vor allem in Bioshock 1 und 2 dieses Unterwasser überhaupt nicht gefallen. Und jetzt, da es so im Himmel spielt, oh, das ist einfach nur episch. Ah, unser Prophet. Alter. Okay. Wer bringt uns wohin? Was passiert gerade? Wir haben keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht. Why would he send us his savior unto us, if we will not raise a finger for our own salvation? And though we deserve not his mercy, he has led us to this new Eden. A last chance for redemption. Also irgendwas mit Gott's, Erfüllung und dieses wunderschöne Reich hier und Redemption, also Wiedergutmachung oder irgendwie sowas. Benutzt Google, dann könnt ihr es selber übersetzen. Ich schätze mal, es ist gut, dass ich das Spiel jetzt nicht auf Englisch habe, damit ihr auch ein bisschen was versteht. Weil das Spiel ist ja viel mehr auf Story auch ausgelegt, als jetzt wie Tomb Raider zum Beispiel. Und, wow, es ist wunderschön. Oh mein Gott, dieses Spiel fasziniert mich jetzt schon. Not bad. Ja. That's... Ah. Wir dürfen aussteigen. Finde einen Weg in die Stadt. Okay. Boah, das schaut doch mal jetzt schon episch geil aus. Drücke N, um Hilfe bei der Navigation deines irgendwas aktuellen Ziels zu erhalten oder so. Das heißt, wenn ich jetzt mal N drücke,
Das zeigt es dir an, wo ich hin muss, okay. Alter. Einfach nur mal einatmen hier. The seed of the prophet shall sit on the throne and drown in flame the mountains of man. Alter, schaut das einfach nur episch aus. Also wenn ich nach Amerika einreise oder so, will ich bitte auch mal so ein Willkommen haben. And in my warm womb shall grow the seed of the prophet. Okay, anscheinend dreht sich alles. Wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Okay. Also wie gesagt, das dreht sich anscheinend alles in diesem Propheten. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Und der hat anscheinend dieses Reich hier oben erschaffen und es ist ja praktisch der Regent oder der Heilige. Wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr als ihr. Ich weiß wahrscheinlich noch weniger, weil die meisten von euch wahrscheinlich 1 und 2 gespielt haben. Ich nicht. In diesen Tagen erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung. Das schaut einfach mal so episch aus. Oh mein Gott. Ich hab gerade übelst die Latte. Und seht, hätte der Prophet unsere Feinde... Tritt in den Kreis. Achso, tritt in den Kreis. Ist das ein Neuer? Aus dem Sodom unter uns? Angekommen in Columbia. Ja, bin ich. Lass mich durch. Vor unserem Propheten. Ah, wir sind in Columbia. Unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt. Schau mich nicht so an. Der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Wir werden dann schon alle reingepisst oder so. Wie in den Freibädern oder so. Ja klar, will ich erläutert werden. Erleuchtet. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Alter, versauf mich nicht. Ich hab nie gesagt, dass ich Durst hab. Alter, verarsch mich. Willst du mich foltern oder was? Ich schlag dir gleich in deine Fresse. Ja. Wer ist da? Wo bin ich jetzt? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt. Ja, ich komme ja schon. Chill dein Leben. Und... Lass mich verarschen. Albtraum? Fragezeichen. Ja, Albtraum. Oder vielleicht ein Blick in die Zukunft. Wir wissen es noch nicht. Garden of Dieser New Idiot Eden. Von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertrinken. Aber echt. So, dann gehen wir mal hier lang. Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Finde die Columbia-Statue. Mit Wasser, auf dass sie die Luft umso mehr lieben. Ja, ja. Du mich auch. Soll ich dich mal ertränken, mal schauen, wie sich's anfühlt, hä? Alter, das schaut so geil aus. Gebt euch. Das ist wie, es ist. Ja, halt die Fresse. Schau, Alter, gebt euch mal das hier. Das ist voll Comic. Das ist, hat seinen ganz eigenen Look. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich Bioshock 1 und 2 vielleicht doch nachholen. Aber ich glaube, das ist was ganz anderes. Alter. Epicness pur. Ja, ja. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass vielleicht doch umschauen. Drin wohnen. Also gut. Weise Worte. Ich muss das Mädchen finden. So, dann schauen wir mal hier in diese Wunde. Oh, hell. Aha. Der Fug. Bewegen wir uns oder bewegt sich die Stadt? Hot Dogs! Ich will futtern! Futtern! Hot Dogs! Lass mich durch! Hot Dogs, Hot Dogs, Hot Dogs! Freut mich sehr. Popcorn nehmen. Ja, toll. Okay. Haben wir hier vielleicht irgendwas zu sagen? Oh, ihr seid so süß. Verdammt lästig, wenn Gebäude nicht rechtzeitig andocken. Zivilist 2. Nein.
Lass mich raten, dann ist das hier drüben ja Civilis 3. Hallo. Ich finde, sie bringt Vater Comstocks totale Göttlichkeit nicht hier. Ich bin vor euch. Ich bin viel mehr bewundernswert als die Steinstatue da. Der Haufen Stein da. So, was haben wir denn hier? Ja, schön. Mögen gibt's nicht für eine Liberty Scout. Da zählen keine Wünsche. Nur Pflichten. So ein Nazi-Spruch. Pistol ist der richtige. Der ist für Glaube, Familie und Vaterland. Wer kann da schon dagegen sein? Ich. Das war Zivilist. Der Gründer aller Zivilisten 1, 2 und 3. Sale. Preparing fine custom work. Was? Speciality. Engagieren Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind Alter. Launisch und unzuverlässig. Wie geil. Ich sage Ihnen, gebt euch nur einfach diesen Look. Kann ich das mitnehmen? Ein Voxphone, okay. Der Brunnen ist voller Regenwasser, Herrgott. Ja, kannst du im Spielmenü lesen. Ja, es ist wieder sowas, was ich nicht habe. Oh, der Achterbahn. Achso, nee. Irgendwas zum Transport. Ah, ist die Sonne hell. Ich bete für euch, dass ihr es nicht in der Nacht anschaut. Was heißt Vox Populi überhaupt, verdammt? Das ist Latein, es heißt... Latein. Als ob das der witzigste Witz aller Zeiten wäre. Pilgrims Welcome. Oh mein Gott, gebt euch das einfach nur. Oh mein Gott, hallo. Solche Gangster. Aha, das Pferd schaut nicht mehr. Achso, es ist gar kein Pferd. Es ist nur eine Maschine. A vision of a great city. Okay. Sollen wir da aufsteigen? Ich schätze mal schon. Sorry, man. Du musst warten wie alle anderen. Lass mich durch! A miracle child is born. The future of the city is secured. Okay. Und jetzt? Ah, Brücke. Please wait. Ich warte ja schon. Lass mich durch. Vorlesung. Ich will doch jetzt nicht in einem Spiel zu einer Vorlesung. Das habe ich in der Schule schon oft genug. Columbia. Jahrmarkt und Verlosung. Okay. Oh, da ist schon einfach so geil aus. Es tut mir leid, aber es ist einfach so. Oh. Gleich habe ich verliebt. Bulletstorm 2.0, sage ich nur. Ich war voll deprimiert, als Bulletstorm 2 abgesagt wurde. Auf guten Glauben. Hey. Geld. Aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Können wir eigentlich irgendwie hier auffallen oder so? Schönstes Feiertagswetter, Columbia. Und nun wieder Musik. Ah, toll. Als ob da nichts drinnen ist. Nein, man sieht's nur übelst. Wer ist dieses Mädchen? A false shepherd. Seeks only to lead our lamb astray. Okay. Wo muss ich hin, ist die Frage. Schau mich hier hin. Wer singt? Niemand, okay. Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die patriotische Mädchenliga. Oder will ich? Nee, will ich nicht. Rupert-Dirp. Da hat was geblinkt. Geblonken, geplumpst, geblimbelt. Foxphone. Was auch immer das ist. We are closed. Nein, jetzt wollte ich unbedingt eine schwule Blume kaufen. So, was haben wir denn hier noch? Können wir da rein? Nee. Dann sind wir anscheinend direkt die falsche Richtung gegangen. Unser Prophet. Also, oh oh. Ich glaube, ich sollte die Maus-Sensitivität ein bisschen nach unten stellen. Was haben wir hier noch? Wer singt denn da, Alter? God only knows today only. Aha, macht keinen Sinn, aber back in 5 minutes. Oh, I may not always love you, but long as ja. Columbia Ruffle and Fair. Ruffle. Warte, das kommt von Raphael. Silver Eagle. Einfach alles ausrauben. Muahahaha.
bin so evil. Kleine Kinder. Werd mir bloß nicht so ein Finkton-Radikaler. Finkton-Radikaler. Oh mein Gott. Sie gesagt. Telegramm für Sie. Telegramm für Sie, Sir. Der Woodstop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Hä? Tess. Was zum... Geh nach Monument Island und finde das Mädchen. Anscheinend da hinten so. Aber mit diesem wundervollen, geilen, lattenerregenden Ausblick würde ich mal sagen, wir machen hier eine kleine Pause. Können wir hier nicht schauen. So, wir machen hier eine Pause. Hoffe, euch fällt's. Würde mich über ein Like freuen. Und ansonsten hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, schreibt mal blub in die Beschreibung. In die Kommentare, damit ich weiß, dass ihr das auch schaut. Und ansonsten hoffe, ihr freut euch, dass ich dieses Spiel als Let's Play. Und dann sieht sich im nächsten Teil. Tschaußen.